Heute teste ich für euch absolute High-End-Pedale aus dem Hause Heusingfeld. Alles vom Unboxing bis zur Montage, die ganzen technischen Details, der Rennstreckentest, Fazit und Kaufempfehlung. Das erwartet euch in den nächsten Minuten, legt die Füße hoch, willkommen hier in meinem Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Der Disclaimer ist ein Dank an euch. Viele von euch schreiben diverse Firmen an, dass ich in meinem Ron Reviewed Kanal für euch viele Produkte testen kann. So auch geschehen bei Heusingfeld und Heusingfeld hat sich bereit erklärt, mir ein Testmuster der SimPedal Sprint zur Verfügung zu stellen. Ich kann diese Dinger nun lang für euch, sehr langfristig für euch testen, ausführlich testen. Wir starten mit Teil 1, ein detailliertes Review zu diesen Pedalen und Teil 2, der wird in einigen Wochen folgen. Da kommt der Gegentest zu meinen CSP V3 Pedalen von Fanatec. Doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1, der Preis. Ihr könnt diese SimPedal Sprint von Heusingfeld direkt über Heusingfeld über deren Homepage erwerben. Dieses 3-Weg-Pedalset, Gas, Bremse und Kupplung, da werden 699 Euro fällig. Ihr könnt dieses Ding auch als 2-Weg-Pedalset nur mit Gas und Bremse erwerben um 599. Und wenn ihr zu einem späteren Zeitpunkt entscheidet, doch eine Kupplung dazu zu nehmen, so wären separat 119 Euro für die Kupplung fällig. Damit ihr diese Pedale befestigen könnt, könnt ihr bei Heusingfeld direkt die SimPedal Sprint Baseplate, so heißt dieses Ding, ordern. Da werden, ich glaube, es sind 79 Euro fällig. Kapitel Nummer 2, der Lieferumfang. Ihr bekommt diese SimPedal Sprint Baseplate und diese SimPedal Sprint in so einem unscheinbaren Karton ordentlich aufgeräumt geliefert. Mit im Karton klarerweise sämtliches Montagematerial, das ihr benötigt und sehr ausführliche Handbücher. Kapitel Nummer 3, die Kompatibilität. Diese Pedale sind mit dem PC uneingeschränkt kompatibel. Auch ohne eigene Software, ihr steckt diese an, Plug and Play. Dieses Ding wird als Eingabegerät erkannt und ihr könnt in euren Spielen das Gas, die Bremse, die Kupplung belegen und schon loslegen. Direkt an der Bremse findet ihr diesen USB-Anschluss, der direkt am PC angeschlossen. Dann Gaspedal und die Kupplung werden jeweils seitlich mit RJ12 Steckern, diese Stecker kennt ihr, wenn ihr auch Fanatec kennt, steckt ihr diese Dinger direkt an dem Bremspedal an. Nächstes Kapitel, die Montage. Jedes Pedal wird mit 4 Schrauben und entsprechenden Sicherheitsmuttern hier mit der Baseplate verbunden. Ihr habt Langlöcher in X und in Y Richtung, um diverse Verstellmöglichkeiten hier je nach eurem Geschmack einzustellen. Stichwort Gas, Bremse nah beieinander, Heel and Toe beispielsweise oder weiter auseinander, um komfortabler sitzen zu können. Klarerweise könnt ihr selbst entscheiden, welches Pedal wo montiert werden soll. Verwendet ihr die Kupplung so gut wie nie, könnt ihr die in die Mitte setzen, seid ihr Linksbremser, dann Bremse links raus, Füße weit auseinander, komfortable Fahrposition möglich, ganz nach euren Bedürfnissen einstellbar. Die Basisplatte selbst wird mit 2 U-Profilen versehen. Ihr habt einen Lochabstand von 235 mm. Insofern ihr dieses Lochbild nicht an eurem Rig besitzt, wie bei Fanatec Rennsport Cockpit V2 der Fall, dann schnappt euch einen Bohrer, zeichnet euch die Löcher an. Hier Heusingfeld empfiehlt 4 Montagepunkte. Verschraubt die, verbohrt die und ihr könnt direkt loslegen und diese Pedale sind fest und fix mit eurem Rig verschraubt. Weiters hast du 3 Möglichkeiten, die Fußablage zu verstellen. Du kannst Zwischenstücke in der Höhe von 20 mm, wie jetzt bei mir verbaut, oder 40 mm verschrauben
um Abstandshalter zu haben, mit den Füßen weiter nach oben zu kommen, hast du kleinere Füße, fährst du ohne Schuhe, oft barfuß, kann dies für dich von Vorteil sein. Die gesamte Montagedauer vom Auspacken bis zum Zusammenbauen, zum Zusammenschrauben und an eurem Rig, das bedarf etwa 30 Minuten, um direkt mit den Pedalen loszulegen. Nächstes Kapitel, die Optik. Ihr habt hier klarerweise bei sehr hochwertigen Pedalen ein Vollmetall-Look. Und zwar würde ich diesen Look als Manufaktur-Look bezeichnen. Dies sieht alles nach Handarbeit und nicht nach Fließbandarbeit aus. Ihr habt hier Edelstahl im Einsatz bei der Fußablageplatte, bei den Pedalplatten rostfreies Edelstahl und die anderen Teile aus massivem Vollmetall. Alle Teile, so gut wie alle Teile, wurden aus dem Vollen herausgelasert. Es sind keine scharfen Kanten, kein Grat vernehmbar. Weiters, wenn ihr diese Dinger an eurem Rig montiert habt und seitlich drauf blickt, habt ihr so ein schlankes, aber sehr massiv anmutendes Erscheinungsbild. Und weiter geht's mit der Haptik und der Verarbeitung. Klarerweise die Haptik auf höchstem Niveau. Hier fühlt sich alles solide, eben Metall und sehr stabil an. Für viele von euch wichtig, wie sieht's mit dem seitlichen Spiel aus? Wenn ich diese Pedale hin und her bewege, ihr seht das hier, da ist kein Spiel in der Aufnahme vernehmbar. Diese Dinger sind wunderbar gelagert und sehr sauber ausgeführt. Ein nächstes sehr wichtiges Kapitel, Funktionsweise der Bremse und diverse Einstellungsmöglichkeiten. Klarerweise, bei diesen High-End-Pedalen habt ihr eine Load Cell verbaut. Das ist ein kraftbasiertes System. Je fester du drückst, der Druck, der wird von der Load Cell gemessen, desto stärker bremst du. In diesem Fall bei den Sprint-Pedals habt ihr ein Zweiwegsystem verbaut. Hier an der Unterseite habt ihr so eine kleine Feder. Ihr drückt die Bremse. Zuerst wird diese Feder komprimiert. Und wenn diese Feder komplett komprimiert ist, dann geht der Druck weiter über diese Gummipuffer. Und hier habt ihr nun die Möglichkeit, diverse Gummipuffer oder Gummipuffer-Kombinationen zu verbauen. 6 Kombinationen sind möglich, um eine Loadzellkraft von maximal 65 kg zu erzielen. Eines vorweg, wenn du harte, starke Loadzellbremsen nicht gewöhnt bist, dann sind 65 Kilogramm sehr stark vernehmbar, sehr stark spürbar. Wie sieht's aus mit dem Realitätsvergleich? Bei 65 Kilogramm Loadcell maximal kannst du kleinere GT-Fahrzeuge, Straßenfahrzeuge, kleine Formula-Klassen 1:1 mit der Realität simulieren. Willst du darüber hinaus hier wirklich Formel-1-Kräfte, starke, große GT-Fahrzeuge am Start zu haben, dann benötigst du Loadcell-Power, die darüber hinausgeht. Hier bleibt dir nichts anderes übrig dann zu einem System à la Ultimate, ich glaube so heißen die, höher gelagerten Pedale von Heusenfeld zu greifen, dann hast du Loadcell bis 130, 135 Kilogramm am Start und kannst diese Dinger dann wie ein Esel treten, um wirklich 1:1 die Realität bockhart simulieren zu können. Weiters zur technischen Funktionsweise, je mehr Gummipuffer du verbaut hast, desto weiter kannst du dieses Pedal komprimieren. Sprich, der Pedalweg, der vergrößert sich so lange, bis diese Elastomere, diese Gummis komprimiert sind und du den Vollanschlag der 65 Kilogramm Loadcell erreichst. Das Gegenteil erzielst du, wenn du nur einen Gummiring hier verpflanzt. Der Rest wird mit diesen Hartplastikhülsen aufgefüllt. Dann hast du einen sehr kurzen Pedalweg. Dann wird dieser sehr kurze, sehr schmale Gummi komprimiert und du bist in relativ kurzer Zeit hier am Anschlag bei deinen 65 Kilogramm Loadcell. Vielen von euch wird diese maximale Loadcell von 65 Kilogramm zu stark, viel zu kräftig spürbar vorkommen. Da kannst du dir dann direkt bei Heusingfeld die Smart Control Software herunterladen. Installiere diese Software und direkt in der Software stellst du dann ein, direkt kilogenau wird dies angezeigt, wann 100% Bremskraft ausgegeben werden sollen. Bei 30, bei 35 Kilogramm, je nach deinen Bedürfnissen, je nach deinem Geschmack. Diese Smart Control Software Einstellung, die wird dann über die Spiele übernommen. In den Spielen lass alles out of box. Mach dies in der Smart Control Software von Heusingfeld. Klarerweise möchte ich bei Pedalen dieser Größenordnung, ihr bezahlt dafür 700 Euro, genauestens auf die Technik eingehen und inwiefern du von einem harten Pedal oder einem längeren Pedalweg profitierst. Ein hartes, sehr kurzes Pedal, sprich kleine Gummihülse, Loadcell maximal 65 Kilogramm, liegt sofort an, ist dann von Vorteil, wenn du viel mit Formula-Klassen unterwegs bist. Formula-Wegen benötigen aus hoher Geschwindigkeit am Ende einer Geraden binnen kürzester Zeit ohne langen Pedalweg eine maximale Bremskraft. Warum? Diese High-Downforce-Autos
haben entsprechenden Druck auf der Straße, ihr habt eine optimale Reibung hier am Start und wollt in kürzester Zeit aus hohen Geschwindigkeiten fest und brutal anbremsen können. Das Gegenteil ist der Fall, wenn du mit dem Straßenfahrzeug, seriennahen Fahrzeug unterwegs bist. Wenn du hier am Ende der Geraden mit einem kurzen, harten Pedal voll in die Eisen springst, dann wirst du ein plötzliches Blockieren deiner Reifen vernehmen können. Das willst du vermeiden. Hier ist es ein Vorteil, der Physik Zeit zu geben. Ein großes, schweres Fahrzeug ist träge. Und diese Trägheit nach vorne zu bekommen auf deine Räder, das dauert eine Zeit. Diese Zeit braucht es, um hier auch über die Federung, über das Fahrwerk des Fahrzeugs, über die Reifen, dann die optimale Bremskraft auf deine Vorderreifen zu bringen. Und in dieser Zeit benötigst du Sensibilität und Pedalweg. Das kannst du optimal dosieren, wenn du hier einen langen Pedalweg und deine maximale Loadcell hier am Ende eines langen Pedalwegs anliegt, um das Blockieren der Vorderräder zu vermeiden. Eine weitere Verstellmöglichkeit, die du bei diesen Pedalen hast, ist die Federvorspannung zu beeinflussen. Was ist die Federvorspannung? Das ist jene Kraft, die du benötigst, um das Pedal aus der Nullstellung herauszubegeben. Diese Kraft nennt man Initialkraft und die kannst du deinen Bedürfnissen anpassen. Legst du deinen Fuß gewohnt immer leicht auf dem Bremspedal auf, willst du vermeiden, dass hier eine Bremse ausgelöst wird. Das kannst du mit der Todzone dann entsprechend einstellen, noch besser über die Federvorspannung, sodass du dann erst die Bremse auslöst, wenn du deinen gewünschten Pedaldruck auf deine Pedale wiedergibst. Dank der sehr übersichtlichen Smart Control Software kannst du die Todzone deines Bremspedals optimal anpassen. Das kannst du so einstellen, dass das Pedal erst auslöst, wenn du diese Federkraft überwunden hast und dann hier ans Gummi, ans Elastomer gehst, oder du stellst deine Todzone so ein, die hältst du sehr knapp, dass sobald du die Feder beginnst zu komprimieren, dein Pedal auslöst und du eine entsprechende Bremskraft aufbaust. Hier empfehle ich immer eine Todzoneneinstellung von 2-3% bei der Ausgangs- und Endstellung, um von den Endanschlägen etwas wegzubleiben, um nicht versehentlich hier eine Bremse auszulösen oder hier im Endanschlag zu landen. Die Einstellung der Todzone des Bremspedals bezieht sich auf die Loadcell und die Kraft. Hast du beispielsweise 50 Kilogramm als 100% Einstellung gesetzt und gibst eine Todzone zu Beginn von 5% ein, dann sind dies 2,5 Kilogramm. Du benötigst 2,5 Kilogramm Pedaldruck, Initialkraft, um dein Bremspedal auszulösen. Über die Smart Control Software sind diverse Kurven der Pedale, Kraftkurven einstellbar. Du kannst auch nichtlineare Kurven verwenden und von diesen profitieren. Ich nenne hier beispielsweise zwei Anwendungen, wo dies von Vorteil sein kann. Gehen wir zum Gaspedal. Du stellst eine flach ansteigende Kurve des Gaspedals dann ein, wenn du beispielsweise bei starkem Regen unterwegs bist und ein Durchdrehen der Räder bei einem starken Fahrzeug vermeiden möchtest. Das heißt, wenn du ans Gas gehst, bei strömendem Regen, hier baut sich dein Gas langsamer auf als gewohnt und du vermeidest gerade in dieser Anfangsphase ein Durchdrehen der Räder. Du hast sehr viel Gefühl, wenig Ausschlag deines Gaspedals und kannst hier gefühlvoll hier wegbeschleunigen, um ein Durchdrehen der Räder zu vermeiden. Das Gegenteil der Kurve wäre der Fall, wenn du sagst, du hast ein sehr schwaches Fahrzeug, Wheelspin gibt's keinen, ich nehme eine steil ansteigende Kurve, denn wenn du aus den Kurven raus beschleunigst, dann willst du gleich vom ersten Pedalweg weg sofort in Richtung deiner maximalen Gaspedalstellung hinkommen, da ein Durchdrehen der Räder bei einem schwachen Fahrzeug seltener der Fall sein wird. Nächstes und auch ein Hauptkapitel sind diverse mechanische Einstellmöglichkeiten. Und hier gebe ich die klare Empfehlung, schnapp dir diese Manuals hier, mach dir einen schönen Abend, zwei Abende damit verbringen, lies dich gemütlich ein. Wenn du mit dem Englisch nicht ganz klar kommst, Google Translator anschmeißen. Diese Dinger sind super bebildert und du willst diese High-End-Pedale klarerweise dementsprechend nutzen und über sämtliche Features Bescheid wissen. Die wichtigsten Einstellmöglichkeiten, die fasse ich für euch zusammen. Ihr bekommt diese Pedale out of box in einem Pedalwinkel von negativ 25 Grad geliefert. Ihr könnt diesen verstellen hier über diese entsprechenden Löcher bis zu einem Pedalwinkel von minus 25 bis plus 5 Grad und an eure Bedürfnisse anpassen. Weiters könnt ihr diese Pedalplatten hier seitenverkehrt um 180 Grad drehen und ihr könnt hier mit der Oberkante 20 mm nach unten kommen, insbesondere dann, wenn du kleinere Füße hast, gern barfuß fährst oder vom Gefühl her gern mit deinen Zehenspitzen hier
im oberen Bereich der Pedale unterwegs sein möchtest. Bezüglich des Gaspedals kannst du 5 Pedalwegeinstellungen des Gaspedals an deine Bedürfnisse anpassen. Langer Pedalweg, kurzer Pedalweg, ganz wie du möchtest. Weiters wichtig zur Auslösekraft des Gaspedals, die ist auf Mittel eingestellt, Default, und das wird dir deutlich stärker, deutlich kräftiger vorkommen als beispielsweise bei der Out-of-Box CSB V3 Pedalen von Fanatec oder anderen Lösungen. Hier kannst du stufenlos zwischen 6 und 16 kg Pedalkraft hier verstellen und wiederum an deine Bedürfnisse anpassen. Bezüglich des Bremspedals, da sind wir sehr ausführlich auf die genauen technischen Details eingegangen. Lasst uns weitergehen zum Kupplungspedal. Die Kupplung selbst kannst du einstellen in einem Kraftbereich von 5 bis 9 kg. Du kannst auch die Vorspannung entsprechend verändern und hast hier, wie gewohnt in dem Fahrzeug bei der Kupplung, einen sehr gut vernehmbaren Schleifpunkt, den du auch an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Und weiter geht's mit dem Hauptkapitel, dem Rennstreckentest. Hier empfehle ich euch, wie vorhin erwähnt, lest euch ein, damit ihr diese Dinger, diese High-End-Pedale ordnungsgemäß nutzen könnt und sämtliches aus diesen Dingern rausholen könnt. Ich habe diese Dinger default, das heißt out of the box, hier an meinem Rig verschraubt. Was ist mir aufgefallen? Mir ist aufgefallen, dass das Bremspedal in der mittleren Stellung, sprich 50% Weg ist gleich 100% Bremskraft, relativ stark und sehr straff eingestellt war. Weiters ist mir aufgefallen, dass das Gaspedal in der Mittelstellung default relativ straff zu betätigen ist. Hier habe ich über diese einfache Möglichkeit das Gaspedal die Leichtigkeit verstellt, um hier etwas gewohnt, etwas leichter, leichtgängiger mit dem Gaspedal unterwegs sein zu können. Gerade wenn du auch mal nicht mit Rennschuhen unterwegs bist, oftmals barfuß, wie ich oft unterwegs bin, ist dies von Vorteil, wenn du hier fein, sensibel ans Gaspedal gehen kannst und du profitierst von dieser sehr einfachen Verstellmöglichkeit, die du binnen weniger Sekunden anpassen kannst. Weiters ist mir aufgefallen, dass die Kupplung sehr realistisch zu betätigen ist. Der Schleifpunkt, dieses Auslösen, das fühlt sich nach echtem Fahrzeug an. Weiter spürst du auf den ersten Testkilometern sofort, dass diese Pedale wunderbar verarbeitet sind. Du spürst kein Spiel seitlich, kein Klackern. Diese Pedale fühlen sich exakt und genau an, auch wenn du diese nicht genau triffst oder hier an der Seite mal betätigst oder die Bremse hier triffst. Das fühlt sich alles genau, sehr exakt, sehr spielfrei an. Geräusche, die habe ich nur von meinem Rig vernommen. Hier habe ich Probleme mit meinem Rennsport-Cockpit bei hoher Loadzell mit der Pedalhalteplatte. Die ist aus Aluminium ausgeführt, die verbiegt sich etwas. Hier muss ich nachbessern, um hier mit der Loadzell in die Vollen gehen zu können und hier den Flex am Rig zu vermeiden. Diesen Flex am Rig, den willst du klarerweise nicht haben, wenn du Pedale am Start hast, die du exakt betätigen willst. Dann soll hier kein Flex über das Rig gehen, da verschwimmen deine ganzen Effekte, du triffst die Bremspunkte nicht exakt. Dies gilt es unbedingt zu vermeiden und hier gilt es, jeglichen Flex des Rigs auszuschalten. Weiters ist mir aufgefallen, dass eine gute Federvorspannung gewählt wurde. Hier out of box, ein unabsichtliches Auslösen der Pedale, das kann dir im Prinzip hier mit dieser out of box Lösung nicht passieren. Der Druckpunkt der Bremse, der ist sehr fein dosierbar. Hier könnt ihr wunderbar dosieren, eure Bremskraft hier anpassen, in den Scheitelpunkt reinbremsen, die Bremse etwas lösen. Dies geschieht hier am Druckpunkt der Bremse einwandfrei, exakt, wunderbar genau. Das Gas selbst ist sehr fein dosierbar. Hier spürt ihr kein Hacken, das ist ein fließender, ein sehr weicher Übergang. Auch hier in meinen Augen kein Grund zur Kritik, alles wunderbar. Biegen wir ab auf die Zielgerade, die negativen Aspekte, positiven Aspekte, Fazit und Kaufempfehlung. Negativer Aspekt Nummer 1 ist die etwas fummelige Montage hier dieses U-Profils an eurer Pedalhalteplatte. Ihr müsst hier etwas reinfummeln zum Gegenhalten. Hier wäre es etwas einfacher gewesen, diese U-Profile nach außen zu versetzen und für die Stabilität, wenn dies erforderlich ist, hier in der Mitte noch ein drittes U-Profil einzuziehen. Negativer Aspekt Nummer 2, wenn du einen Putzfimmel hast, das ist unbehandeltes Edelstahl. Hier siehst du etwaige Flecken, wenn du dieses Ding angreifst, barfuß unterwegs bist, dann musst du diese speziell reinigen und hast hier in Sachen Optik vielleicht einige kleine Einbußen. Hier wäre ein Klarlack, Eloxieren, Beschichten vielleicht die bessere Lösung gewesen, aber der Edelstahl-Look, das ist auch so gewollt bei diesen Manufakturpedalen, glaube ich, da will sich Heusingfeld auf nichts anderes einlassen und wem es gefällt, der wird super happy damit sein.
Und der letzte negative Aspekt ist, du kannst keine Extremkräfte an der Bremse simulieren. Willst du über 100 Kilogramm Lowcell hinaus, wie bei Formel 1, extrem großen GT-Fahrzeugen, dann musst du zu anderen Pedalen greifen. Hier bist du mit 65 Kilogramm Lowcell limitiert. Eins vorweg, 65 Kilogramm Lowcell, wenn du dies nicht gewohnt bist, dann wirst du dir vorkommen wie ein Esel, der hier fest treten muss. Und das ist ein eigener Sport, wenn du mit so einer Lowcell-Power von über 40, 50 Kilogramm unterwegs bist. Und weiter geht's mit den positiven Aspekten. Positiver Aspekt Nummer 1, klarerweise Materialauswahl, Verarbeitung und die Haptik. Weiterer Pluspunkt, in meinen Augen die Optik. Diese Dinger sehen nicht wie von der Stange aus. Ihr habt einen hochwertigen Hightech-Manufaktur-Look, so würde ich dieses Ding betiteln. Das sieht wunderbar aus. Weiter großer Pluspunkt ist klarerweise die ganzen Einstellmöglichkeiten und Anpassungsmöglichkeiten an eure Bedürfnisse. Angefangen von den diversen Positionen, diese Pedale auszurichten, über der höhenverstellbaren Fußplatte, das ist wunderbar, eine gute Idee in meinen Augen. Weiters diverse Anpassungsmöglichkeiten über Pedalweg, Pedalkraft, die Vorspannung, die Lowcell-Einstellungen. Dann weiters, eine sehr durchdachte Software in meinen Augen. Ihr könnt diverse Kurven, wie ich euch dies an diesen beiden Beispielen erwähnt habe, in Kürze einstellen, anpassen, damit unterwegs sein. Und der letzte sehr große Pluspunkt in meinen Augen, das findet man heutzutage selten, ist durchdachtes Handbuch. Wunderbar bebildert, wunderbare Zeichnungen dabei, wunderbar erklärt. Hier kannst du nichts falsch machen. Auch mit geringen Englischkenntnissen wirst du dich mit diesem Ding auskennen und die Pedale so nutzen, für die diese bestimmt sind. Letztes Kapitel, Fazit und Kaufempfehlung. Kaufempfehlung nein, wenn du Neueinsteiger im Simracing-Geschäft bist. Greife nicht zu solchen High-End-Pedalen. Gebe nicht 700, 800 Euro mit der Pedalhalteplatte aus. Es gibt wunderbare Einstiegslösungen ab 150, 200 Euro, die du auch in meinem Kanal reviewed bekommen hast. Greife nicht gleich zu Beginn zu solchen Pedalen. Ein weiteres Nein zu diesen Pedalen, wenn du eine Out-of-Box-Lösung suchst. Du willst diese Dinger nur auspacken, hier montieren, damit unterwegs sein. Da wirfst du mit solchen Pedalen und diesen ganzen Möglichkeiten Perlen vor die Säue. Greif dir hier zu günstigeren Pedalen ums halbe Geld, wenn du Out-of-Box unterwegs sein willst und du dich um sämtliche Einstellungsmöglichkeiten dieser Dinger nicht kümmern möchtest. Kaufempfehlung ja, wenn du zu den Enthusiasten gehörst. Hier unzählige Einstellungsmöglichkeiten, Verarbeitungsqualität, Haptik, Optik auf höchstem Niveau, wunderbar dosierbar, kein Spiel, kein Klackern vernehmbar. Hier bist du auf einem Standard unterwegs, den du dir wünschst, wenn du so viel Geld in die Hand nimmst. Ein weiteres Kaufempfehlungsjahr, wenn du ein Typ bist, der sich gerne mit Materie auseinandersetzt. Du schnappst dir gerne mal ein Handbuch, liest dich ein, beschäftigst dich mit technischen Details, möchtest etwas ausprobieren, ab und zu dein Setup verändern. Wenn du dieser Typ bist, dann kannst du von diesen Pedalen auf jeden Fall profitieren. Und ein weiteres Ja in der Kaufempfehlung dann, wenn du an der Spitze der Pedalperipherie ankommen möchtest und nicht mehr über ein mögliches Upgrade, kann ich noch mehr aus meinen Pedalen herausholen, denken möchtest, dann hier ein klares Ja zu diesen Heusingfeld Sprint Pedals zum sehr hohen Preis zu greifen. Lasst uns rausgehen mit einem kurzen Ausblick. Die CSP V3 Pedale, die werde ich jetzt über mehrere Tage und Wochen mit den Heusingfeld Sprint Pedals gegentesten und für euch ein sehr ausführliches Testvergleich-Review herausarbeiten. Ob ihr zu diesen oder diesen Dingern greifen sollt, das erfahrt ihr in den nächsten Wochen hier in meinem Kanal. Bleibt dran, in Sachen Rig habe ich einiges in Planung. Es dauert noch etwas, aber seid sicher, es kommt an den Start. Bitte kommentiert unten mit rein, eure Kommentare sind mir am wichtigsten. Willst du eine kleine Spende dalassen, dann würde es mich freuen. Liebe Grüße von deinem Ron.